Ich bin mir da nicht so ganz sicher. So, was hatten wir denn als erstes ausgewählt? Rechts, ne? Dieses... Ach, guck mal, wir haben jetzt noch was anderes hier. Ja, machen wir mal... Das hatten wir jetzt gerade, ne? Diese ekelhafte... Keine Ahnung. For Daddy's Work. So, das ist hier... Fidgeted Cherry? Ein Gehirn? Was? Ich fand eine Puppe beim Kühlschrank und Loris Zeichnung lagen daneben. Herr Fritsch, Mark, Elias Lied, la la la. Die Sonne ist schon zweimal aufgegangen. Das ist toll. Jetzt verstehe ich, warum das Haus so billig war. Warum wegen Mr. Oh Gott, der Kühlschrank kommt immer näher, ne? Wenn wir nicht hingucken, ne? Er will, dass ich ihn ansehe. Okay, ich verstehe. Solange wir ihn ansehen, ist alles gut. Wenn wir nicht ansehen, dann kommt er näher. Ich kenne deine Schwachstelle. Was ist denn seine Schwachstelle? Die Steckdose? Ich werde dich nicht aus den Augen lassen. Oh, das ist echt wie bei... oh nein, der Kühlschrank. Wie bei Control. Oh Gott, Alter, er schließt die Augen. Wenn du diese Notiz gefunden hast, dann hat es mich Hör auf zu pennen, bist du bescheuert? Dein Name ist Defrik. Was? Hör auf zu schlafen. Hat man das schon gelesen? Okay, Oh Gott. Uah. Müde. Oh, wir müssen das schaffen, ne? Du glaubst, du hast gewonnen. Das werden wir ja sehen. Nein, uah, bleib wach. Die Waschmaschine steht auch neben uns. Vielleicht greift die uns auch noch an. Wer hat den Magnetbuchstaben gestohlen? Was für ein Magnetbuchstaben? Da, den hier. Magnetisieren. Aha. Dumm. Oh Gott. Ziehen. Okay, wir brauchen noch Magnete. Nimm den Scheiß-Dings. Uah. Ist da was drin? Nö. Schmeiß den Scheiß weg, Mann! Ich muss den Scheiß Kühlschrank angucken! Oh Gott, ich sehe keine... Na? Er scheint wütend auf mich zu sein. So, ich muss in Bewegung bleiben, sonst schlafen wir ein. Die Frage ist nur, wo kriege ich jetzt die letzten Dings her? Ah, da. Der Fridge. I brauchen wir noch. Wir brauchen noch ein I. Wo kriegen wir jetzt das I her? Der Kühlschrank ist es. Oh mein Gott, ich werde nie wieder in die Küche gehen. Die Waschmaschine hat meinen Buchstaben gestohlen. Ich wollte dich angucken die ganze Nacht. Na, lass los. Nicht wegschauen. Ja, ich versuch's. Ich versuche nicht einzuschlafen. Nein, der Zettel. Oh Gott. Im Kühlschrank ist dein Dämon. Ist ein Dämon. Was ist das da hinten? Ich habe die Magnetbuchstaben von Herrn Fritsch verloren. Aber wo sind die? Wo ist der letzte Buchstabe?
Gott, es ist so furchtbar. Ich finde das eh nicht. Der Kühlschrank hat verstanden, worum es mir geht. Ja, Kühlschrank, versteh mich bitte. Kleine Prinzessin. Daddy. Was haben wir da noch für einen Zettel? Lass die Route was nicht aus den Augen. HLP Buchstaben, schön. Wieso kann ich den Karton inspizieren? Hier ist nichts drauf, oder? Gott, ist der Kühlschrank, der kommt immer näher. Wenn ich mich abwende, habe ich das Gefühl, er wird mich umbringen. Da ist das I. Ich hab's. Errungenschaft freigeschaltet zu Fridge is Red. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt The Fridge is Red. Juhu, das war eine schnelle Geschichte. Was spielen wir hier eigentlich? Dann würde ich sagen, dann mal das leckere Nutella-Glas hier von vorgestern. Der super Schoko-Joghurt von vor 3 Wochen. So. Seaside! Woo! So. Herzlich willkommen zu Seaside Schoko-Joghurt. Moin, Entschuldigung. That's my wife in there. Can't you see I'm busy? This isn't a reference room. There are a lot of you here who need something. And I'm the only one here. You can't have a normal lunch anymore. Ja, dann such dir einen anderen Job. Entschuldigung, aber wenn du so genervt bist. What kind of people are these days? They have no upbringing. No hello, no goodbye. Everyone owes them a favor. Here's the phone. You call and find out where your wife is, and I'm busy. Dann such dir einen anderen Job. Ist so. Ich klick sie an. Ich klick sie hart an. Here's the phone. You call and find out where your wife is, and I'm busy. Hm. Ich hab auch zu tun. Oh, lecker. Hm. Unlock new chapter. Oh Gott. Ich mach erstmal alles aus. Kann ich mich auf den Stuhl setzen? Erstmal den Stuhl wegziehen. Was? So, wo ist denn hier das Telefon? Ich will wissen, wo meine Frau ist. I can't read the number in the oncology department. The whole journal is smeared with blood, so you can't make out the right numbers. Toll. Ich weiß noch mal, wer meine Frau ist. Wer ist meine Frau? Ach so. Die, was für eine Dings wollte er? Hab ich jetzt gar nicht. I can't read the number. Onkologische Abteilung. The whole journal is smeared with blood. Onkologie, hier, da steht eine 1. Da ist nichts mit Blut verschmiert. Da ist eine 1. Da fehlen die Zahlen. Here's the phone. You call and find out where your wife is. And I'm busy. Ich mache einfach den Rechner aus. Gar kein Problem. So, wo ist das Telefon? Feueralarm. Sie wissen schon, dass Sie hier... Entschuldigung. Sie wissen schon, dass Sie im anderen Zimmer ein Feuchtigkeitsproblem haben? So. Zutritt nur für Personal. Ich bin ja sehr personalisiert. Entschuldigung, drüben ist ein... Das interessiert die auch nicht. So, erstmal... Erste Amtstat im Krankenhaus. Erstmal aufs Klo. Ah, so. Ort der Sicherheit. Hm. Ich bin zu groß fürs Klo. Ich passe da gar nicht rein. Wo geht's hier hin? Ich habe ein leichtes Déjà-vu. Entschuldigung. Liegt hier jemand? Anscheinend nicht.
Junge Frau, ich suche immer noch. Ich suche immer noch das Telefon. Wo ist denn das? Ah, hier. Ah ja, stimmt, wir können die Nummer ja nicht lesen, ne? Da war ja was. Hier ist auch ein Telefon. Anstatt sie einfach nachguckt, weißt du? So, wir haben drei Räume. Ja? Was? Ich glaube, muss mal sehr gründlich aufgeräumt werden. Ich sag's mal jemand. Also, ihr könnt euch jetzt entscheiden, ja? Nehmen wir Raum Nummer 1, wäre da, wo niemand sitzt. Ja? Dann Raum Nummer 2, also die 2 in den Chat für, ja, den schönsten aller Räume. Und Raum Nummer 3, wo sie wieder sitzt, da hinten, aber die irgendwie anders immer noch gelangweilt ist. Also, Raum 1, Raum 2 oder Raum 3, ihr entscheidet. Ich überlasse euch die Entscheidung, wo wir reingehen. Ihr dürft entscheiden. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich spiele hier nur. So kann ich ja Medipack was machen. Ich gucke mir nochmal ein bisschen Fernsehen an. Vielleicht kommt ja was Tolles. Ah, wieder RTL. Ah, schönes Programm. Raum 3 soll es sein, ja? Es soll Raum 3 sein. Ja, okay, Raum 3. Gut. Dann gehen wir... Puh, ich bin schon mal froh, dass es nicht Raum 2 war. Here's the phone. You call and find out where your wife is. And I'm busy. Ich habe ein leichtes Déjà-vu. Okay. Entschuldigen Sie, ich suche meine Frau. Tagebuch soll ich finden, ne? Damn. I can't read the number of the oncology department. The whole journal is smeared with blood. So you can't make out the right numbers. Was sind das denn für Bilder? Das sind aber... Was? Das sind aber irgendwie... Ich weiß nicht, was ich davon... Okay. Unsere Automaten sind auch wieder da. Ich gucke nochmal in die Schubladen, ob sie irgendwas verändert hat. Ist ein bisschen PT-mäßig, ne? Jetzt gerade. Wo sollen wir denn Tagebücher finden, bitte? Zurück, zurück. Rechts, links. Oh, hier kommen wir gar nicht rein. Diesmal. Was? Oh, entschuldigen Sie, ich muss mal. Das ist natürlich blöd. Dann kacke ich ihn hier einfach auf den Tisch. Ich mache da jetzt auch einfach mal hier den Dings aus. So. Was ist die Uhr? Ich bin mir nicht sicher. Was spiele ich nochmal? Ach ja, der Kühlschrank ist rot. Hm. Ja, so, wir sollen Tagebücher finden. Das ist ganz toll. Wir haben jetzt zweimal die Auswahl. Wir haben Raum Nummer 1. Oder wir haben Raum Nummer 2. Ich bin immer noch dafür, dass wir vielleicht den Raum wählen. Ich trinke nochmal einen Schluck. Ich würde mir direkt nochmal was eingießen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Hat die Tafel was zu bedeuten mit den Wegen? Weil wir haben ja hier, sehen wir auch gerade hier, da steht es auch drauf. Hier steht zurück, vorwärts, rechts, links. Stand hier auch, ne? Zurück, zurück, rechts, links. Aber zurückgehen können wir ja nicht, ne? Ach ja, den Raum haben wir... Ach ja, stimmt, den Raum haben wir ja auch. Aber ganz zurückgehen können wir ja nicht. Das geht ja nicht.
Ja, welchen Raum nehmen wir denn? Ich würde den hier nehmen, einfach mal. Der normalste von allen. Aber sie sitzt nicht mehr da. Das ist bestimmt lustig. Das Telefon ist übrigens auch weg, ne? Ach ne, es liegt da. Stimmt, ist ja spiegelverkehrt. Ach, hier ist jetzt alles falsch rum, oder was? Oh lol, ist das eine andere Dimension? Oder so? Gott, dieser Raum. Ich werde diesen Raum niemals betreten. Das könnt ihr euch abschminken. Oh, den Raum kennen wir noch gar nicht. Entschuldigung. Ich muss... Damn. Can't read the number of the oncology department. The whole journal is smeared with blood. Ja. You can't make out the right numbers. Was diese Hand dazu bedeuten hat, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Hier ist alles spiegelverkehrt, ne? Ist da alles richtig rum? Da ist wieder alles richtig rum. Hier ist alles spiegelverkehrt. Hier ist alles andersrum. Ist gut. Ist wirklich gut. Gefällt mir sehr gut. Man muss alles ausprobieren, ne? Und den... Ah, nee, ich wollte schon gerade sagen, den Knopf kann ich nicht drücken. Okay, die Tür geht gar nicht offen. Mhm. Ob wir auch in Räume reinkommen, wo wir schon mal waren? Ich würde einfach mal... Da sitzt sie ja wieder, ne? Hier war der Raum und da war der blutverschmiert. Nee, ich nehme mal den hier. Was... Kann ich solche Sachen auch in anderen Räumen reinschubsen? Hä? Ist der... Ach, guck mal, der Counter... Ah, ja, stimmt, der Counter fliegt ja hier rum. Das ist alles sehr merkwürdig. Da ist der Raum noch der normalste von allen, habe ich das Gefühl. Huch. Alter. Entschuldigung, darf ich mal durch? Danke, lass mich mal durch. Ansichtraum. Da komme ich gar nicht rein. Wie gut, dass ich den Rechner noch benutzen kann. Das ist mega weird. Damn. Can't read the number of the oncology department. The whole journal is here with blood. Vor allem, es liegt... Ja, vor allem, es liegt jetzt am Klo. Oh, sogar der Automat ist umgefallen. Juhu! Jetzt müsste ich doch was kriegen. Aber die haben keinen Strom mehr. Entschuldigung, ich habe da so ein kleines Problem. Können Sie mir vielleicht helfen? Warte mal, kriege ich den Automaten oder so da durch? Oder die Bank? Geht das? Kann ich die Dinger da durchschieben zu ihr? Funktioniert das? Lol. Aber ist das eine gute Idee, so von einer anderen Dimension irgendwas in die andere zu bringen? Das ist doch bestimmt keine gute Idee, oder? Entschuldigen Sie, Sie haben fliegende Bänke. Und vielleicht gleich nochmal einen Tisch, wenn ich da irgendwie dazu komme. Hui! Oh, der Schrank. Ja, der Schrank, Mann. Ja, Mann. Mann, komm, geh da rein. Da fliegen sogar die Pillen durch die Gegend. Komm, das muss doch gehen. So, ja, noch ein Stück nach unten. Ja, und dann die Ecke noch da. Ja! Oh, geil, ich hätte gern den Dings. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hier diesen. Den hätte ich gerne da drin. Den hätte ich ja wirklich gerne da bei ihr, ne? Das geht auch? Das geht sogar wunderbar, geht das sogar. Kannst du... Gehst du einfach mal da rein? Ah, so, die Richtung ist schon mal supi. Ja. Ja, 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 nein. Dreh dich doch mal. Ja, 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 ja. Ja, ja.
So, entschuldige. Okay. Here's the phone. You call and find out where your wife is, and I'm busy. Warum habe ich so das Gefühl, dass wir uns vielleicht, glaube ich... Jetzt sind wir, glaube ich, wieder am Anfang, ne? Was ist mit dem Raum hier eigentlich? Hier hat aber einfach einer lecker Party gefeiert. Hier komme ich gar nicht rein. Das, ja, puh. Gut. Sie scheint auch nicht mehr da zu sein. Das Telefon ist da. Probably the wrong number. Ah, okay, warte mal. Okay, wir können Nummern wählen. Ist es egal, was wir wählen? Okay, der Raum ist jetzt auch nicht so toll. Was können wir denn mal wählen? Warte mal, wir haben da... Ach, guck mal. 1, 2, 1. Jetzt sind die Zahlen mehr geworden. Ach, guck mal. Weil wir durch die Räume wahrscheinlich gegangen sind, ne? Kann das sein? Das heißt, wir müssen in dieser blauen... In diesem blutigen Raum, glaube ich, müssen wir auch nochmal dieses Buch finden. Dieses Telefonbuch. Weil überall haben wir das ja, glaube ich, gefunden jetzt, ne? Ist es das the possibility of the game, was they want from me? Aber wo war hier noch eine Tür, wo wir reinkommen? Das Tagebuch liegt jetzt auch hier nicht rum, ne, oder so? Na, wie gesagt, im Klo kommen wir eh nicht rein. Wir haben fast jeden Raum, ne? Ja, ist ja gut. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Das hat bestimmt auch irgendwas damit zu tun. Da würde ich für wetten. Jetzt kommen wir dazu. Ah, nee, okay. Hui! Rollstühle, nein! Ich hasse sie! Rollstühle. Silent Hill 4. Ich sag nur die Rollstuhlautobahn. Gott, war die so furchtbar. So, wo war hier das Tagebuch? Gab's das hier überhaupt? Da. Okay, 1, 2, 1 ist immer noch. Genau, da haben wir auch ein Klo gefunden. Das Einzige, wo wir den noch nicht gefunden haben, ist tatsächlich, hier ist sie gar nicht da. Genau, wo alles verkehrt herum ist. Haben wir hier das Tagebuch gefunden, wo alles falsch rum ist? Okay. Das Schlimme ist, das Spiel ist schon so lange sehr ruhig, ne, dass ich jeden Moment mit irgendwas rechne. Dass irgendwas passiert. Okay, da ist sie wieder. Aber es sind vier Zahlen, ne? Und wir haben drei, ne? Im Prinzip, dann können wir ja auch einfach Trial and Error probieren, oder? Eigentlich. Weil wenn wir drei Zahlen haben, war doch drei, ne? Sind es vier Zahlen immer? Es sind immer vier Zahlen, ne? 6661, 6444, 2985, 1957, 2708, 4459. Es sind immer vier Zahlen. Ja gut, dann können wir auch Trial and Error probieren, ne? Eins, okay, pass auf, da machen wir mal. Also, eins. Eins, zwei, eins. Probably the wrong number. Eins. 2, 2, 1. Probably the wrong number.
1, 3, 2, 1. Probably the wrong number. 1, 4, 2, 1. Probably the wrong number. 1, 5, 2, 1. Probably the wrong number. 1, 6, 2, 1. Unquote your department. How can I help you? Can you please tell me which room Foley Guilt is in? Sorry, it's my first day. I don't know all the patients yet, but I haven't seen a chart of a patient with that name. You can try asking in the archives. You'll get there and you go straight. Left. Left. Right. Right. Straight. Good luck. But... Okay, also... Das ist geradeaus, das ist links und das ist rechts. Ja, verstehe ich richtig, ja? Here's the phone. You call and find out where your wife is. Das sagtest du bereits. Okay, also vorwärts, links, links, rechts, rechts. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt.